Hallo und herzlich willkommen zu einer zur 59. Folge Warp Toriyo 2 mit Warp Toriyo 2 ist das oder 1? Egal, hier mit mir, eure Melyria, Opa Zockt und Maximilian. Moin. Achso, genau, da waren wir ja gerade dran. Output fehlt mir. War das jetzt Warp Toriyo 2 oder Warp Toriyo 1? 2. 2, wohl. So, genau, wir werden mal ganz kurz gucken. Der Christian hat einen Kommentar geschrieben, wir hätten ja auch diese Anlage hier nach hier schieben können. Ja, das steht den Geschützturm. Das hätte man machen können. Aber ich glaube, er meinte noch was anderes. Ich muss sagen, mal ganz Ich glaube, er meinte, dass wir die Zahnräder für die Fließbänder von den Zahnrädern für die rote Flaschen nehmen. Oder hier mit dazustellen, dass wir hier quasi den Platz frei hätten, aber ich glaube, Illyria. Okay. Ja, ich hab's gesehen, ich bin da eine Oberfläche, das war ein Laserturm. Ihr hättet auch die Zahnreproduktion für die Fließbänder zu denen von den roten Flaschen stellen können, wäre noch mehr Platz gewesen. Die Zahnreproduktion für Fließbänder, Batterien. Aber das passt doch nicht. Warte mal, wo war die Batterieproduktion nochmal? Eine Etage tiefer, ne? Klar, das hätte man machen können. Hätte man nur einfach das Fließband einfach nochmal ein und wieder darüber gesetzt, das wäre kein Problem gewesen. Ja. Aber ich glaube, so viel Platz spart hättest du das nicht. Illyria. Ja, ich suche die Batterien. Ich habe vergessen, wo die gelagert sind. Etage tiefer, ne? Ja, aber wir bräuchten, glaube ich, auch ein paar mehr. Nee, Oberfläche eigentlich war die. Aber ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher, weil. Nein, die Batterieproduktion ist umgezogen. Die ist im Keller. Ja, da ist sie doch. Aber Bänder auch nicht. Ich muss mich hier von den Fließbändern bedienen, weil die ist keine Pufferkiste. Ohne Batterien gibt es keine Lasertürme. Ohne Lasertürme gibt es zerstörte Gebäude. Acht Stück, das ist niente, das ist nix. Brauch mehr. Vor allem die knabbern schon wieder ordentlich in unseren Gebäuden. Das ist gar nicht mehr feierlich. Jetzt fehlt an Stahl. Verdammte Axt. Aber erstmal kümmere ich mich um die Verteidigung. Nein, nicht runter, hoch! Ja, gut. So, pass auf. Wo waren wir jetzt dann gewesen? Die roten Nerven. Lederflaschen. Lederflaschen. Wir brauchen noch Lichtbohrenöfen, wir brauchen noch Gleise. Bin ich ein Auto? Ein Auto. So, wir hatten jetzt die hier unten gebastelt. War das jetzt? Eisen. Straight nach Osten. Ja, wunderbar. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, müssen wir hier oben mit hinsetzen. Wer hat die Bäume hier hingesetzt? Der Map-Generator. Mit dem sollte ich mein ernsthaftes Wörtchen reden. Ich will keine Bäume, ich will hier durchfahren können. Ah ja, hier, hätte ich ja die Abkürzung nehmen können. Das wird nichts. Boah, ey. Die Viecher sind so garstig. Das wird auch nichts. Lasst meine Türmchen in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Ihr greift sie zuerst an. Das ist nur Selbstverteidigung. Das greift. Jupp. Ein Törsche brauche ich. Ein Törsche, please. Ach, ich hab doch Törchen. Oh. Das ist mies, hier durchzukommen. Gut. War noch irgendwo was kaputt gemacht worden? Kohlefeld muss ich runter. Okay. Ja, gleich gibt es das Warp Plattform Upgrade 7 und dann geht es das mal richtig los. Wieder mit dem nächsten Umbau. Wunderbar. Die Aliens kommen hier in Scharen.
ich habe nicht fragen wollen, weil es das letzte Mal hieß, nein, der Cooldown ist zu lang. Ja gut, der Cooldown ist jetzt bei 35 Minuten, also es wird jetzt dann demnächst langsam eng. Ja, das kann ich mir denken. So, wir brauchen Produktivität 1, das heißt, du gehst... Ein Baum, weit und breit. Wer fährt dagegen? Illyria. Lappen. Ja. So ist es bei uns Lappen nun einmal. Passiert. Passiert. Gehört zum Leben dazu. So. Das ist hoffentlich auch wieder ein bisschen besser. Gucke ich mal nach meinem Ölfeld. So. Munition ist noch ausreichend vorhanden in den klassischen Türmen. Da würde ja, ich... Nein, nein, vergiss es. Da wird kein mehr abgeklemmt. Nein, nein, ich wollte das da nicht abklemmen. Ich wollte das hier hinten mit reinlaufen lassen, weil wir haben ja hier das hier hinten wieder volles Band wird, weil es oben nicht reicht. Das sollte da nicht zu einem anderen hin. Das sollte nur, dass dann es hier echt das volle Band wieder wird. Mehr nicht. Nein, lass es bitte. Das wird nichts. Weil wir nämlich oben bei den roten Schaltreisen massiven Mangel haben. Ja, da müssen hier oben halt... Ja, aber hier staut es sich ja, Opa. Und oben haben wir Mangel, deshalb. Weil hier läuft ja eigentlich nur die halbe Anlage. Ja, es liegt aber auch nur daran... mach mal schnellere Fließbänder. Wie sieht das aus mit schnellen Fließbändern? Können wir da? Das sieht noch da, das sieht, das ist nächste Forschung, kriegen wir hin. Okay, Verteidigung reicht noch aus soweit, aber ich würde sagen, hier der Turm, den setze ich entweder gegen. Ich mache das anders. Aber wie gesagt, normalerweise sollte eigentlich hier das so hingehen. Ohne klassische Türme möchte ich auch nicht unbedingt verzichten, weil die machen auch ganz schön Wumms. Weil ich meine, die lila, also die ja, Prozessoreinheiten. Wie sieht's hier aus mit euch, Jungs? Habt ihr noch ein paar Munition? Davon haben wir eigentlich relativ gut. Jupp. Ja, aber die klettern halt nur so und wenn die Anlage erstmal anläuft, ist halt die Frage, ob es dann noch reicht. Die Anlage läuft voll und ist voll gelaufen. Ja, die ist voll gelaufen, aber wir haben auch keine... Ja, doch, die, doch, wir haben eine Delta-Flaschenforschung drin, sehe ich gerade. Kommt nichts mehr durch. So, wie gesagt, jetzt aber brauchen wir halt erst... Auch nur eine 30, das ist halt aber nur eine 30er... Ja, ist doch egal. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal... Gleise und Lichtbohrenöfen. Ja, jetzt erstmal Gleise. Stahl haben wir oben. Stahl haben wir hier rechts. Stimmt, da wollte ich doch mal Geschwindigkeitsmodule reinschmeißen. Ich erinnere mich. Haben wir schon runtergeholt. So, also brauchen wir noch Eisenstangen und Steine. Zwei Steine zwei. Haben wir 80.000 am anderen Ende der, der Etage. Ja, das ist die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir holen Stahl runter in die Ecke. Was haben wir denn hier noch? Weil wir müssen ja potenziell auch damit rechnen, dass irgendwann ist ja das Warenhaus auch mal leer. Okay, das mit dem Öl wird schon aber so ein bisschen hier hätten wir auch noch einen frei, worüber wir potenziell Stahl hier runtertrieben würden. So, liebe Zuschauer, erinnert euch, in letzter Folge haben wir Kraftwerke aufgebaut. Steine, meine ich. Jetzt nehmen wir mal die alten Kraftwerke ab und hoffen, dass wir die nicht mehr brauchen. Opa, du hast hier direkt vor der Elektromotorenfabrik einen Geschützturm mit Munition hingeschmissen. Brauchst du den Turm oder kann ich ihn da wegruppen? Ich weiß nicht, was du meinst. Neben der Kiste, wo deine Elektromotoren reingepackt werden. Nö, das ist noch die alte Mauer gewesen. Okay. Der kann weg. Alles klar, ist weg. Hier unten müsstest du es auch mal wieder reparieren.
Was muss repariert werden? Ah, ich sehe Links gerade, da oben. blinkt was. Hier drüber Stein runter. Ja, müssen wir, ja. Ich weiß, was ich als nächste Aufgabe mache. Ich werde zusehen, dass ich an Roboterhangare komme, die dann an den Schlüsselpositionen hinstelle, dass die Roboter dann für uns reparieren. Ja, das nehme ich auch mit als meine Aufgabe. Geil. Da habe ich Spaß dran. Ein Stahlträger. Zwei Gleise Stahl und pro. Plastik. Ey, kann ich sogar herstellen. Ich glaube, das wird die vor uns denken. Dann würde ich eher sagen, dass wir gucken, dass wir einen Stein. Wie sieht das oben Pro links aus? Stahl und Ja, Plastik. hier Ja, oben. und man Stahl noch war gar hier. nichts. Aber Platz, mehr tut, wir könnten hier drüben noch, ja. Aber ich sehe halt gerade nicht wirklich die Möglichkeit. Naja, ganz außen rum. Den in Was? Uhrzeiger sind, ganz außen Was? rum könnten wir die Steine holen. Wieso? Mach das Weil. Inventar voll und bring das Zeug hier rüber. Plastik. Ich brauch Ach, selber. Plastik. Ja, Ja, hab ich natürlich. selber. Ich hab doch Plastik in meinem Keller, mehr als genug. Ja, oder wir hatten doch für den Abriss zwei Roboterhandlager Oh, gebaut. bring das Ding doch jetzt Mist, jetzt einfach hier aufhören, ist ja schon zu rüber. lange her. Diskutier nicht, So mach viel einfach. Inventarplatz. Ich hab Da. nicht so viel Ja, dann läufst Inventarplatz. halt Ja, fünfmal. wunderbar. Ja, dann laufen wir mal mit. Nur ein Wo ist denn Hangar. das Problem? Ein bisschen Warum wenig. habe ich noch so viele Forschungsflaschen im Inventar? Kabel habe ich auch genug. Nee, ich habe genug. Brauche ich gerade nicht. Stahl kann ich immer gebrauchen. Plastik habe ich genug. Munition habe ich auch genug. Dann brauche ich es nur noch. Ich brauche Schaltkreise, ich brauche Stahl, ich brauche Eisen. Ich werde die immer noch nicht alle los. Das ist Opa seine Kiste. Das dachte ich mir schon, dass er ein ganzes Lagerhaus hat. So, grüne Schaltkräschen. Mal gucken, ob da irgendwo welche auf dem Fließband rumjuckeln, die nicht genutzt werden. Eher Werden weniger. alle denn nutzt? Ja, hier ja, im fließenden Fließband gehe ich nicht ran. Ich gehe nur da dran, wo sich nichts bewegt. Ja, das kommt Ja. alles von einer Produktion. Das heißt, Wir haben jetzt schon nicht wenn es genug. hier. Wir haben jetzt schon Schalt dann Mangel. aus. Okay. Das ist nicht gut, weil ich brauche grüne Dann Schaltkreise. machst du doch jetzt selber. Das ist doch kein Problem. Ja, aber selber machen, das dauert zu lang. Ja, da musst du halt mal in Dings investieren. Crafting Speed. Das So. mache ich ja schon. Das mache ich ja schon. Ich habe Crafting Speed 9 aktuell. Ich weiß gar nicht, was ich habe. 16. Ich habe 17. 13. So. Und irgendwie. Ach, guck So, mal, ich da kann sind was von Elektromotoren, weil ich werde mich jetzt so ein bisschen um automatische Reparatur kümmern. Elektromotoren haben wir auch Mangel. Von der oberen Kiste, also da sind 75 Stück drin. Ja, das ist meine persönliche Kiste, die habe ich da oben hingestellt. Darf ich mir welche davon rausnehmen? Ich brauche welche. Ja, dann mach du selber welche. Schmeißt du Sachen rein. Habe ich vor. Ich werde deine Fabrik mit Material versorgen und werde mir dann welche von Elektromotoren schnappen. Ich hoffe, da kommen dann aber auch wieder 75 rein. Sogar mehr, würde ich mal sagen. So, Steine haben wir. So, also normale Motoren werden ja auch automatisiert hergestellt, das weiß ich. Weil die braucht man ja für Forschung. So, und Ja, da genau. Stillstand ist, kann ich mir da bestimmt welche runternehmen. Du hast gerade schon gesagt, wir brauchen für Forschung. Ja, aber das steht alles still. Dann nehmen Sie aber nicht vom Fließband, nehmen Sie aus der Kiste. Wo ist die Kiste, wo die. Ihr puffert doch gar nichts zwischen. Wir haben hier schon mal 50 und hier sind 1600. Wo? In Reicht welcher dir Kiste? das? Welche Kiste? Unten links Treppenhaus. Unten links. Och, Da, noch wo du gerade bist. 52.000. Opa, lauf mal mit. Da sind noch 52.000. Unten links ist doch die Steinkiste, das Warenhaus mit Stein. Ja, von denen rede ich und ich rede von der Kiste. Und zwar Ach oben, da. eine Etage höher. Ah. Oh,
Die Eisenkiste ist ja gut gefüllt mit den Dingern. So, da Opa sich beschwert, dass er Motoren haben will, Elektromotoren, werde ich jetzt seine Fabrik richtig schön auffüllen. Dann kann ich ja was von den Dingern krallen. Und wenn du nichts zu tun hast, lauf mal Steine mit. Was soll ich machen? Steine laufen. Was meinst du mit Steine laufen? Vom einen Steinwarenhaus die Steine rausnehmen und oben reinwerfen. Also von dem unteren, wo ich gerade war, rausnehmen und in welches reinschmeißen? Ja, andere Ende der Basis, einmal nach oben laufen. Das ist Mobbingarbeit. Ja, mache ich auch gerade. Ach du armer Max. So. Okay. Ich folge dir unauffällig. Ah. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Ja, ich bin schneller, ich bin schneller. Hat dein Problem damit, wenn du schneller bist, umso weniger muss ich laufen. Ja, das glaube ich gern. Oh, 26.000 drin. Vor allem, ich habe meine Tasche voll. Kein Wunder, dass das nicht geht. Ja, ich nehme auch nur immer 2.700 mit. Weißt du was? Ich bin jetzt ein Hauch schlauer als du. Ich packe mir jetzt irgendeine große, schwere Kiste hier hin, packe da mein Inventar rein. Dann kann ich auch mehr transportieren. Lichtbogenöfen. Nein, ich nehme gute Idee. Wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ich habe 18 Stahlkisten im Inventar. Bin ich selber auf die Idee gekommen? Haben wir irgendwo schon Ziegelsteine? Na, hatten wir mal, müssten aber nicht wir mehr. Eigentlich? Nee, nicht haben wir nicht mehr. Weil ich habe meine Tasche, einige Ziegelsteine. Ja, wir hatten hier früher mal Ziegelsteine, aber wir ja, haben keine wieder gebaut. Stimmt, Max hat die abgeruppt, aber nicht wieder aufgebaut. Max so. Hat's verkackt. Rote Schildkreise. So, duck, duck und alles ja da. Ich kann dir aber Ziegelsteine abgeben, wenn du welche brauchst, Opa. Ich brauche sie für die Produktion. Okay, da kann ich nicht helfen. Sonst hätte ich dir ungefähr 1000 Ziegelsteine gegeben. Das hilft mir leider nicht. Das dachte ich mir schon. So, was brauche ich noch? Ich brauche Stahl, Eisen, Kupfer. Aber so Plastik. Viele brauchen wir doch eigentlich, glaube ich, da nicht, oder? Wir brauchen 10 Ziegelsteine für einen Lichtbogen. Okay. Oh, ernsthaft. Flugrobotergestelle. Wie lange brauchen die zum Produzieren? Stillstand. Stillstand. Meins. Was geht eigentlich? Oh, nice. Da komme ich nicht durch. Was klaust du schon wieder? Ich hab nur aus den Fabriken. Die stillgestanden waren, ein paar Robotergestelle rausgenommen. Aber von den Fließbändern habe ich die Finger gelassen. Das macht's nicht viel besser. Ja, aber ich brauche das Zeug. Ja, dann machst du es doch selber. Wo ist denn das Problem? Das dauert zu lange. Ich komme doch nicht voran. Oh, Alter. Ich habe Pläne, große Pläne. Ja, dann mach die deine Pläne selber. Geh in deinen Keller unten und mach selber. Soll ich mir eine eigene Produktionsanlage aufbauen oder was? Ja. So, warte mal, Plastik war das, genau. Ich habe hier meine Kiste mit dem ganzen Plastik. Opa, hier 3-4 Lichtbogenöfen für Ziegelsteine hin. Ich warte mal ganz kurz, ich bin gerade. Es fehlt Plastik. Aber ich denke, das reicht erstmal. Nein, nicht Kabel herstellen, ich habe genug Kabel. Ich habe immer noch Kabel herstellen. Ich brauche einen Willst drei, du mich lumpen? Boah, schon besser.
Ich hätte jetzt gesagt, wir probieren so viele Lichtbohnenöfen wie möglich hier hinzudrehen. Na, warte mal. Jetzt kann ich schon mal ein bisschen was besser machen. So. Also hier kriegen wir es nicht hin. So. Man nehme einen Hangar, liebe Zuschauer, man stelle ihn hier hin. Dann packt man in den Hangar ein paar Drönchen rein. Da kriegen wir die Produktion nicht mehr rein. Ich würde sagen, 10 Drönchen reichen. Sollen ja nur diese Ecke hier reparieren, sonst nichts. So, ein paar Reparaturmodule. Och, wie fehlt Eisen? Wer hätte das gedacht? Stahl ist auch empty. So, Eisen. Die Kraftwerksanlage abklemmen. Während ich im Craft bin, kann ich mal eben die Kraftwerksanlage auf der oberen Etage abklemmen und gucken, wie sich die Energieversorgung hält. Was ist schneller? Dampf leer oder... Ja, Dampf. Klemme Wasser. So, da braucht sie der Dampf und dann gucken wir mal, was passiert. Ach, Mann. Wie kriegen wir denn das hier unten hin, damit wir hier oben ein bisschen mehr Platz hin haben? So kriegen wir das hin. Ja, komm schon, gibt auf, Ferkel, gibt auf. Krieg keinen Dampf mehr. Sehr gut. Scheint sich zu halten. Der Planet-Teleporter ist nicht einmal bei der Hälfte seiner Auslastung, was die oberste Ebene angeht. Das heißt, ich kann die Kraftwerke ganz getrost an der obersten Ebene abruppen. Notfalls kann ich es wieder aufbauen, wenn es nötig sein sollte. Darf, glaube ich, nicht abgerupt werden. Das hingegen schon. Ne, das darf auch abgerupt werden. Die Wasserleitung darf nicht abgerupt werden. Kannst du mal die Anlage unten rein verschieben? Ja. Mein Feld, oder? Ja. Kohlefließband darf auch nicht abgerupt werden, weil die brauchen für Plastik gebraucht. Das waren zwei Felder, hoppala. Schön. Wenn jemand bauen möchte, die oberste Ebene beherbergt wieder ein bisschen mehr Platz zum Bauen. So, die da rein. Sehr gut. Was fehlt? Eisen. Das da. So, hier funktioniert alles. Oh ja, meine Kraftwerke sind total gechillt. Total gechillt. Kann auch mit daran liegen, die Zuschauer, weil die Fabrik gerade so ziemlich im Idle-Modus läuft. Aber sobald Max und Opa fertig sind mit dem Aufbau, dann geht hier die Luzi ab. Sehr gut. So gefällt mir das. So, Eisenplatten.
Mal, Elektromotoren hatte ich ja Opa Stibitz, aber ich, wenn ich mich von stillstehenden Maschinen bediene, brauche ich die Elektromotoren theoretisch nicht. Aber ich behalte die erstmal in der Tasche. Opa, du wolltest doch neue 75 Elektromotoren haben. Bist du auch mit 123 neuen Elektromotoren einverstanden? Ich weiß nicht, wie viel ich brauchte. Ich hatte da erstmal nur reingeworfen. Ich habe jedenfalls deine Anlage teils verdoppelt. Ich habe 79 Wirtschaftspakete für Produktion. Die können die Forschungslabore So, jetzt fördern. haben wir jetzt hier Stahl. Muss gucken, in welche Kiste kommen die lilanen Flaschen? Gar keine Kiste. Nee, braun. So, Ah, da Stahl, oben. rote Schaltkreise und Ziegelsteine. Na. Okay, das heißt also, wir bauen jetzt hier vorne. Dann versuchen wir das jetzt einfach hier. Oh, hast du noch Eisen? Habe ich Ne, wir eine haben Anlage nicht gekriegt. Was hätte dir fehlt? Untergrundrohre. Yay! Ich habe mal eben unsere Bauplattformvergrößerung finanziert. Oh, jetzt gibt es hier einiges umzubauen. Herrlich. Mauern abruppen und neu platzieren. Nur hier So. wird es problematisch geben, weil eine Stahlanlage hier, die ist leider mitten auf der Bauplattform. Ja, später. Gut. Dann werde ich mich zumindest schon mal nördlich um den Umbau kümmern. So, erweiterte Schaltkreise holen wir von da. Stahl kommt von da. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Fließband hier mit Stahl und so. Bauen wir dann links dahin, deine Anlage. Frage ist, geht das mit dem Tor überhaupt gut? Ich würde sagen, nein, also Hier machen wir es. drauf. Da drauf, Otto. Aber soll ich mal Bam, sagen? bam, Er ist in der nächsten Folge. ja, bam. wir Was? sind Ich in der hab. Folge angelangt. Haha. Liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet einen Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschö. Tschö.